Wie bewerten Sie denn jetzt diese vergangenen Tage in New York? Das war ja sehr interessant zu sehen. Bei der UN-Generalversammlung, da hat sich Zelensky regelrecht zurückgehalten. Er hat wieder um die Unterstützung des Westens und auch vor allen Dingen Afrikas und Südamerikas geworben. Er hat vorsichtig formuliert. Dann der Auftritt im Weltsicherheitsrat. Harte Attacken gegen Russland. Und der Kanzler, auch überraschend, hat genauso heftig verbal gegen Russland ausgeteilt. Also war das so eine Aufgabenteilung zwischen der Vollversammlung und dem UN-Sicherheitsrat? Oder wie muss man das verstehen? Also ich glaube, die Ukraine und auch Zelensky ist in gar keiner so leichten Situation in der UN, weil sie natürlich zum einen das Bedürfnis und auch das Interesse der Ukraine haben, möglichst viel Unterstützung zu bekommen, möglichst viele Länder davon zu überzeugen, diesen russischen Krieg zu verurteilen. Und es natürlich andererseits so ist, dass in vielen Teilen der Welt der Ukraine-Krieg natürlich auch ein Thema ist, aber gar nicht das so beherrschende, wie wir es hier vielleicht in Europa kennen. Und dass wir eigentlich auch ja, viele andere Konflikte, Probleme haben, die viele Länder vielleicht viel mehr beschäftigen. Und wir sehen das ja auch jetzt bei den UN-Versammlungen, dass nach wie vor die Reform der UN und vor allem des UN-Sicherheitsrats ein sehr, sehr brennendes Thema ist. Und ich glaube, Zelensky muss es eben schaffen, zum einen sehr, sehr deutlich die ukrainische Position in diesem Krieg und gegenüber Russland zu machen, zum anderen aber nicht den Eindruck zu erwecken, dass er denkt, dass das einzige Thema auch für alle anderen Länder in der Welt wäre, sondern eben auch deren Interessen und Probleme mit berücksichtigen. Und ich glaube, mit dieser Aufgabenverteilung hat er das so ein bisschen versucht. Frau Bagung, aber die entscheidende Frage ist ja auch, Zelensky hat ja, und ich habe es gesagt, er hat ausgeteilt gegen Russland und vor allen Dingen eine Reform des Weltsicherheitsrats gefordert, damit diese Blockadehaltung endlich aufhört, die fünfständigen Mitglieder haben. Und das würde ja bedeuten, dass Russland dann nicht mehr blockieren kann. Wie wahrscheinlich halten Sie das denn, dass das tatsächlich gelingen kann? Ehrlich gesagt, aktuell nicht sonderlich wahrscheinlich. Das ist ja eine Debatte, die wir wirklich seit Jahren haben, weil der UN-Sicherheitsrat mit seinen fünfständigen Mitgliedern, die ja im Wesentlichen die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs sind, die heutige Welt eigentlich nicht wirklich widerspiegelt und vor allen Dingen beispielsweise der südamerikanische Kontinent, der afrikanische Kontinent überhaupt gar nicht vorkommen, Asien sicherlich massiv unterrepräsentiert ist, während die westliche Welt massiv überrepräsentiert ist. Das Problem ist, Sie können diesen UN-Sicherheitsrat nur reformieren, indem die Mitglieder des ständigen UN-Sicherheitsrates zustimmen, weil die haben ja ein Vetorecht. Und die Frage ist eben, sind die Staaten dieses Sicherheitsrates bereit, diese Machtstellung, die sie damit ja haben, aufzugeben oder zumindest mit mehr Staaten zu teilen? Und das ist doch ein enormer Schritt. Und da sehe ich ehrlich gesagt wenig Appetit für, nicht nur bei Russland, sondern beispielsweise auch bei China und möglicherweise auch den USA, auch wenn da Nuancen von dem, was Biden gesagt hat, so gelesen werden könnte, dass es vielleicht ein Nachdenken in Washington gibt. Aber auch das würde ich eben sehr, sehr vorsichtig formulieren. Naja, dieses Vetorecht, das behinderte ja schon sehr häufig wichtige Entscheidungen und Reformen. Frau Bagung, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön. Okay.